Hallo. Oh, upala, Schnulli rausgefallen. Ja. Guten Morgen, Schatz. Hast du gut geschlafen? Gucken. Hä? Gucken? Ja. Was gucken? Baum. Hä? Baum. Baum? Ja. Was für ein Baum? Ja. Hast du geträumt? Ja. Ja. Schatzi, heute darfst du dein Kostüm anziehen. In the dark we stand apart, we never see that the things we need. So, Mama, dich befreien? Ja. Ja? Oh, deine Haare sind so lang, aber heute wird es gut, weil du kriegst bunte Haare, mein Schatz. Du kriegst bunte Haare? Ja, danach müssen wir mal schauen. Oh. Aufgaben. Aufgemacht. Ja. Sollen wir den Finn anziehen? Nein. Nicht? Dann friert der Finn doch. Dann ist es doch kalt, wenn er nicht angezogen ist. Genau, tu mal die Arme raus, dann tun wir frühstücken. Hm? Ja. Ja. Heute gibt's ganz unkompliziert Cornflakes mit Milch, weil ich das schon ewig nicht mehr gegessen habe. Ich habe ja eigentlich immer Brot oder Pfannkuchen oder so. Und ja, Finn mag das auch seit 2 Tagen so extrem. Genau. Na du? Kommst du? Ja. Normal schiebt er seinen Stuhl immer ein bisschen her und dann tue ich ihn voll noch an den Tisch. Aber das hat er jetzt vergessen, jetzt setzt er sich so schon rein, ist ja nicht schlimm. Setz dich. Okay, das kannst du nicht alleine. Das ist Mama. Noch schwer. Das reicht, oder? Huch. Appetit, mein Schatz. Mama auch. Mama auch, ne? Mama isst mehr. Mama schläft. Mama ist verfressen. Ja. Ja. Mama isst Mist. Mama so. Jetzt einen guten Appetit, mein kleiner Mann. Super. Boah, ist das süß. Ja, ihr Lieben, also ich habe jetzt fertig gefrühstückt, der Finn noch nicht. Ich habe ihm jetzt erlaubt, dass er sein Essen zu seinem Tisch tun darf, weil er ist einfach kein Frühstücker. Wirklich. Wie ich eigentlich auch mal war. Ja, aber ich war ja schon 1 Stunde früher wach und deswegen hat es jetzt gepasst. Und dass er halt dann nachher einfach nochmal isst. Weil ich kann das schon gut nachvollziehen, dass man nicht aufsteht und sofort hungert. Finn wird als Vogel zum Fasching gehen. Ich bin sehr gespannt, wie wir es hinkriegen. Wir haben auch Farbe gekauft, um seine Haare bunt zu machen. Cornflakes? Ja, Cornflakes. Genau, er hat sich jetzt wieder hingesetzt. Gerade hat er keinen Bock mehr, aber jetzt hat er sich doch wieder hingesetzt. Schmeckt's gut? Ja. Super. Ich habe jetzt fertig gegessen und ich habe jetzt so mega Bock auf was Deftiges. Also deswegen kann ich nichts Süßes essen morgens, weil ich habe dann immer total Bock noch auf irgendwie ein Brot oder ein Ei oder Käse. Also, weiß nicht, das ist bei mir so drin. Oha, da hängt ein Blutsauger an unserem Fenster. Der will bestimmt mich fressen, weil die gehen immer auf mich los, diese blöden Viecher. Gerade ist die voll rot. Gute Durchblutung. Gott, sieht das furchtbar aus. Hm, dann kann ich ja gleich mitgehen als Clown. So, ihr Lieben, ich habe mich schon fertig gemacht. Wie ihr seht. Endlich mal keine Brille. Und natürlich mein Lidstrich durfte nicht fehlen. Eigentlich wollte ich so zum Spaß noch Fake-Lashes machen, aber da brauche ich echt noch viel Übung. Das habe ich jetzt lieber gelassen. Und jetzt fangen wir mal an, den Finn umzuziehen und zu schminken. Und ich bin ganz gespannt, wie es am Schluss aussieht. So, Finn ist angezogen. Er ist ein Vogel. Ja, leider muss man ihm halt seine normalen Schuhe anziehen, aber er hat auch bunte Haare. Schaut. Grün und lila und ein bisschen rot. Ja. Da haben wir ein Herzchen hingemalt, haben versucht, einen Schnabel zu malen, aber irgendwie hat die Farbe nicht richtig mitgemacht. Nee. Und dann habe ich hier noch einen Stern hingemalt und das habe ich so schnell gemacht, dass er wirklich nicht schön geworden ist. Aber Finn hat ihn eh durchgestrichen, also von dem ist alles okay.
Also wir fahren dann jetzt mal los und Patty, seine Schwester und Mami werden auch da sein mit den zwei Kindern. Mama auch! Da freut sich der Finn schon drauf. Mama auch! Genau, und ihr seht dann ja, was dann so passiert. Ich bin mal gespannt, wie Finn drauf reagiert, denn letztes Jahr hat er es nicht so wirklich kapiert. Da war auch ein kleiner Löwe. Genau. Also bis dann. Kinderhasching ist jetzt vorbei. Wir gehen jetzt noch zu Pattys Mama. Genau, also ich glaube, Finn hat es ganz gut gefallen, aber er hatte mal wieder keinen Mittagsschlaf und ist ziemlich müde geworden, wollte sogar auf uns schlafen, was ja noch nie passiert ist. Also wirklich krass. Ja, genau. Und mal schauen, was ich da noch filme. Ich hoffe, es reicht für ein Follow Me Around. So, ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Wir haben jetzt entschieden, dass wir den Finn doch noch baden, obwohl er gerade eingeschlafen ist, aber er ist jetzt wieder so fit und will unbedingt baden, also darf er, dann darf er gleich ins Bett hüpfen, denn fertig ist er natürlich schon, also er hat halt ja schön wirklich mitgemacht und so. Ja, und ich schminke mich dann auch wahrscheinlich ab, mache auf jeden Fall mal das Herz weg, genau. Aber ihr seht wahrscheinlich noch, wie der Vulkan abgeht, weil mich interessiert das und deswegen zeige ich es euch auch. Finn hat einen tollen Body an. Beste Automarke ever. Super. Und es wird jetzt reingemacht. Ein bisschen gespannt. Wo heine? Wo aber es bleibt nicht unten. Es will nicht unten bleiben. Wo heine? Wir haben ein sauberes Baby. Gell, Schatz? Schini? Finn? Ein sauberes Baby, das ich jetzt ein Buch aussuche. Ja, den nehme ich. Das kleine Buch? Für die Morgen Kindi? Hä? Ja. Ja? Spechstock. Was? Spechstock. Was bedeutet das? Keine Ahnung. Gibst du Mama einen Gutnachtkuss? Spägock. Später? Spägock. Spägock? Gute Nacht, Schatz. Morgen, Kindi. Genau, morgen, Kindi. Bis morgen, mein Schatz. Morgen. Morgen, Kindi. Schlaf schön. Hast du einen Sauger?
Okay. So, ihr Lieben, wie ihr gesehen habt, ich bin jetzt im Bett. Ich habe mir das Herzchen schon weggemacht und muss mich jetzt noch voll abschminken und die Kontaktlinsen rausmachen. Irgendwas stimmt mit denen nicht. Immer auf dem Auge tut es völlig weh und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich sehe auch keinen Riss oder so. Das heißt, ich muss nochmal zur Kontaktlinsenanpassung gehen, nochmal 20 Euro zahlen und ach, das nervt einfach nur echt. Ich finde das eh voll die Wucher, dass man dafür Geld bezahlen muss. Also klar, wenn die jetzt, wenn man die richtige Kontaktlinse findet, die zu einem passt, okay, klar können die das für ich gerne die Gebühr verlangen. Aber wenn ich jetzt einfach noch 20 Mal durchprobieren muss, bis ich die richtige Kontaktlinse habe, ist es schon ziemlich ärgerlich, da jedes Mal 20 Euro zahlen zu müssen. So ist es zumindest bei Fielmann. Vielleicht weiß von euch jemand einen Tipp, wo man es günstiger kriegt oder so, weil ja, es ist eigentlich schon doof jetzt, da dauernd 20 Euro zahlen zu müssen. Das war früher, glaube ich, nicht so. Naja. Seitdem auch so, ist egal. Ich mache jetzt auf jeden Fall raus und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Nacht, Tag, wann auch immer ihr dieses Video schaut, ihr wisst's. Und genau, freue mich über einen Daumen nach oben oder ein Abo und bis zum nächsten Mal.